Ein herzliches Willkommen zu diesem Vlog. Es wird der Darts-Vlog. Wie man vielleicht sehen kann, sind wir heute hier bei dem Darts-Event in Jena. Ich hasse Jena, by the way. Gut equipped. Und ich habe diesen Mann im Städter. Seien Sie gegrüßt. Dieser Mann möchte nicht gefilmt werden und ich respektiere seine Autorität, weil dieser Bizeps mich einschüchtert. Aber er trinkt Urkost sozusagen. Ich möchte nur unten rum gefilmt werden. Henry. Naja, auf jeden Fall sind wir heute mit Strohhüten unterwegs. Ich persönlich auch. Und wir haben es geschafft, innerhalb von 2 Minuten uns zu verlaufen. Genau, wir haben es geschafft, innerhalb von 2 Minuten zu verlaufen, weil es müssen noch gute Frauen abgeholt werden, beziehungsweise eine Frau. Wir haben die leider nicht. Die ist nicht minderjährig. Wollte ich schon mal das Protokoll festhalten. In 5 Jahren. Naja, also es freut euch auf jeden Fall auf einen wunderschönen Vlog. Ich weiß noch nicht so richtig, was das wird. Wir haben schon das Auto von Michael von Gerven gefunden. Junge, auf jeden Fall wurden wir... Junge, der Notarzt. Da rechts ist die Bahnhaltestelle. Da müssen wir hin. Da rechts? Wir müssen da lang, ja. Okay, da lang. Ja, auf jeden Fall wurden wir gerade von freundlichen Menschen durchgelassen, weil wir natürlich alkoholische Mittel bei uns haben und wir nicht sicher waren, ob man dieses Event halt damit betreten darf. Aber wir betreten es nicht. Genau. Und deswegen sind wir einen Schritt weiter zur Bahnhaltestelle gekommen. Klimaanlagen. Ich hoffe, da drin ist es kühl. Ich hoffe, wir sind heute Abend bei der Bahnhaltestelle. Ja! Gut gebaute Menschen überall. Die Dame wurde abgeholt. Das ist einfach nur schön. Du hast sicher jetzt ein Statement geben? Ein Statement? Wir laufen jetzt nochmal durch und dann wahrscheinlich nochmal durch. Also wie oft laufen wir heute noch hier durch? 1, 2, mindestens 3 Mal. Sehr gut. Ah, willst du irgendwas sagen? Nein. Junge, die Frau ist wunderschön. Ich werde so viele Kommentare bekommen. Yeah. Henry. Nee, es ist auf jeden Fall We are PDC Europe und We are 5-0. Let's go. Natur ist sie blond. Nein, ist Julien etwas, blond? Die etwas kräftigere, die im Laufe des Abends dann fast umgefallen ist. Also sie ist umgefallen. Habe ich nicht mehr mitbekommen. Ja. Werden hier gerade Substories erzählt? Deo. Ich kann jetzt nur eine kurze Review für die Zuschauer an 5-0 geben. Also ein 5-0, also ein 5, so ein 5-0 ist so ein Bier, das knallt ihr euch rein, wenn es 30 Grad sind, die Sonne scheint, weil dann bockt es halt ungemein. Und so ein 5-0, das schmeckt halt nicht besonders, das müssen wir natürlich auch mal ehrlich sagen. Aber es ist ein Premium-Pilz und vor allem zum Stechen eignet es sich wunderbar. Also wirklich, wenn ihr Krebs in der Dose wollt, kauft 5-0. 5-0, bitte sponsert mich. Angekommen irgendwo in Jena, in Einkaufszentren, die mir keiner kennt. Kannst du mal da reinladen? Wie mache ich das? Du musst da an der Seite. Das ist richtig laut. Yeah! Das ist einfach nur schön. Hey. Armin Maivis. Nee, das macht mich einfach nur wirklich geil hier. Junge. Ja, also. Naja, die Leute, die sind ja auch darauf gefasst, dass heute dieses starrige Event ist. Wir müssen hier rein. Und das ist. Kannst du mir eine Blume kaufen? Ich humke mit euch. Schnittblumen. Nee, deswegen, man kann heute schon mal ein bisschen abgefuckt sein, weil heute ist Darts. Und damit muss jener halt klarkommen. Bären! Kannst du deine Schuhe ausziehen für den Fußfetisch, den Zuschauer? Nicht jetzt, draußen von mir aus. Soll ich dran lecken? Auf jeden Fall, der Einkauf ist wie folgt gelaufen. Bei mir ist natürlich klassisch geworden. Ich folge meinem Großvater. Ich mache jetzt ein Rewe-Haul, ein Uri, weil Uri ist das beste Bier. Und ein Sangria. Yeah. Der Mann meinte, billig und dreckig, da schließe ich mich an. Diese Frau muss wie gesagt fahren. Ja, Fahrer und so, ne? Tolle Sache. Lieben wir. Lieben wir. Die Freude ist da. Yeah. So, nach diesem Einkaufsbummel wurden leckere Speisen gekauft. Die Musik ist jetzt auch an. Du hast sicher, denkst du, es wird ein phänomenaler Tag? Phänomenaler Tag? Er wird phänomenal. Sex. Überall Dinge. Yeah.
irgendwann ist auch mal. Also wir haben eine Errungenschaft. Ich habe meine Nudeln, die ich die Gabel vergessen habe. Wir haben ehrenwerte Leute getroffen. Meine Titten darfst du filmen. Oh, Junge, wir haben ehrenwerte Leute hier getroffen. Das ist einfach nur schön. Also, das macht mich einfach nur geil. Was sauft die hier eigentlich? Also ich glaube, die hatten gerade ein bisschen, die haben gerade mit. Was ist das? Sekt mit O-Saft. Sekt mit O-Saft? Und warum nicht nur Sekt? Aber du laberst genauso wie der Adlersson. Genau. John Deere, ich fahre John Deere Traktoren, ich bin ein mieser Landwirt. Jetzt film hier, trinkt. Diese massive Bar muss gefilmt werden. Junge, dieser Mann macht mich unglaublich geil. Willst du irgendwann grüßen? Ich grüße meine Freunde. Aber ich habe keine. Oh, Scheiße! Wie kommst du zu diesem Shirt? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Es wurde mir geschenkt. Er heißt John und das ist John Deere. Ja, und darum bin ich ein John Deere. Du bist quasi immer Hacke, also das ist ja voll geil. Ich bin immer Hacke, darum habe ich auch, aber ich betrüge gerade das Bier, weil ich gerade Sekt trinke. Du verdammter Spaß. Ich bin ein verdammter Spaß. Aber so ist das Leben. Guck mal, er ist halt auch manchmal. Manchmal eine Frau. Aber nur manchmal. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen transig. Identifizierst du dich als Frau? Nee. Okay. Aber meine Titten finde ich schon ziemlich geil. Was ist denn der Punkt? Naja, sie mag meine Bubis nicht. Also bist du eine Transperson? Nee, das nicht. Aber mein Und das ist schon ein bisschen diskriminierend. Ja, aber ich glaube, dass Leute, die trans sind, das Wort Transe negativ sehen. Das kann gut sein. Ja, und das sind ja die Entscheidenden, die sich angesprochen fühlen sollen. Also, über die es gehen. Und wenn gerade der andere müssen wir das aber erstmal nach. Ich möchte mich festkleben auf allem und jedem. Echt? Ich finde diese Bahnschienen ideal zum Festkleben. Wer? Kommt hier oft eine Bahn? Ja, alle 10 Minuten ungefähr. Der Mann klebt sich fest. Ich klebe. Sehen Sie, wie ich klebe? Nee. Ja, reicht. Das ist so eins wie reden. Das finde ich irgendwie lustig. Ja, das ist. Ich bin für die Spinne. Das ist einfach nur herrlich. Herrlich, der Mann. Nachdem sich jetzt gestärkt wird und auch immer noch hier gestärkt wird, ist natürlich die Frage, die sich vielleicht für einige von euch stellt, wie findet man Jena an sich? Und da sind natürlich die Meinungen gespalten. Weil natürlich hat Jena schöne Frauen, aber selten zu Jena. Also das mit den schönen Frauen ist vielleicht ein Punkt, der erfüllt wird. Sonst hat Jena nichts Positives an sich. Ich habe einen unfassbaren Hass auf Jena. Nicht? Ja. Ich wüsste nicht, weshalb ich außerhalb vom Darts zum Beispiel nach Jena kommen sollte. Ich bin so froh, wenn ich aus Jena West, wenn ich Richtung Erfurt fahre, vorbeifahre. Wenn ich einfach nicht aussteigen muss. Ich stell dir vor, ich würde hier studieren, ich müsste hier aussteigen. Ich würde mich umbringen. Junge, na wo kommt der Jena erst her? Weiß ich nicht. Es ist halt einfach die Atmosphäre hier, die ganzen Leute, die da aussteigen und sonst was. Jena-Hass. Es ist natürlich jetzt auch wichtig zu fragen, was macht man eigentlich mit der Vuvuzela, wenn man in ein Darts-Event geht. Der normale deutsche gemeine Bürger wird natürlich denken, man darf sie einfach so mit reinnehmen. Was wurde uns gerade gesagt, Lustiger? Wir sollen sie verstecken. Etwas verstecken. Etwas? Etwas. Also ich lasse sie so halb rausragen noch. Ja, also wenn wir nett zu den Leuten sind, dann können wir sie safe noch mit reinnehmen. Okay, wir gucken gleich mal weiter. Genau. Schämen zu den Leuten. Wir haben neue Freunde gefunden. Das ist... Bitte. Das ist mein Lied. Junge, der Mann ist schon längst tot, er hat mit einer Shotgun erschossen. Selbstmord. Und er möchte Sangria trinken. Yeah. Jetzt muss er Sangria trinken. Sauf! Oh, das kann ich nicht filmen. Was wird denn hier für ein Bier gefunden? Zeig dein Bier für den Flug. Sag mal was, wo sind wir hier? Wir sind gerade im Darts und dies da muss mies abseilen. Ihr wollt gleich so einen unfassbar großen Haufen legen. Das kannst du gar nicht vorstellen. Auf mein Degen! Auf mein Degen! Junge, dieses Startrennen, das ist einfach mal schon so schön. Ich habe jetzt dein Gesicht filmen. Ach ja, seien Sie gegrüßt, liebe Leserschaft. Willst du dich den Zuschauern mal vorstellen? Seien Sie gegrüßt, mein Name ist a.k.a. Durstiger. Das ist der Durstige, das stimmt. Genau, was soll ich sagen, ich trinke gern Alkohol. Ja, du musst Alu Akbar schreiben.
Da muss mein Bart noch länger werden. Es geht los! Also, uns hat ein Finger geklaut, den du so hoch hältst wegen Game On und bla bla bla. Und jetzt liegt da ein Finger mitten in der Scheiße da unten, übelst der Plöre. Und die ganze Zeit hat mir keinen Finger. Jetzt liegt da einer. Aber den wollen wir auch nicht mehr, weil der Scheiße liegt. Weil die gestohlen hat. Freunde, das ging die Brüste. Dieser Mensch hat Nachschub. Wirst auf für uns kaputt! Auf jeden Fall! Weiter geht's! Denk! Mehr! Also, wir sind jetzt hier im Auto nach dem Dart. Genau, es war eigentlich auf dem Papier enttäuschend, aber es war trotzdem ein unfassbar guter Abend. Und ich habe noch Sangria, das ist die Hauptsache. Ich habe 1% Akku und ich hoffe, wir sterben jetzt, weil eine Frau fährt. Oh, davor habe ich am meisten Angst. Ich auch. Guck ich das mal an. Ich will nicht berechtigt. Vom Dart-Event zurück, besoffen. Geile Mucke, Statements. Sangria ist noch nicht alle, das wird noch. Aber wir sind mies am Hasseln, dass der alle wird. Und dann der Wodka noch. Jawohl. You see your gypsy.